Vögeln sehen. Sonntagmittag im Garten vom Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode in der dritten Woche der Corona-Ausnahme. Jens, wie nimmst du denn die Politik von Bund, Land und Ebene wahr? Also man muss ja sagen, wir leben auch in interessanten Zeiten in Bezug auf die Politik. Wir erleben eine Krise und Politik muss damit umgehen. Das ist eine Situation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier so nicht mehr hatten in Deutschland. Und meine Wahrnehmung ist, fangen wir beim Bund an, dass die Exekutive, also die Regierung, sehr souverän handelt. Es gibt große Zustimmung, obwohl die Regierung ja Dinge verkündet, die sehr unangenehm sind. Also unsere persönlichen Freiheiten werden eingeschränkt. Wir dürfen platt gesagt nicht mehr so vor die Hütte, wie wir das gewöhnt sind, sondern werden aufgefordert, eigentlich nur noch rauszugehen, wenn es dringend notwendig ist oder um sich mal die Füße zu vertreten. Wir können nicht mehr einkaufen, wir können nicht mehr konsumieren, wie wir das gewöhnt sind. Wir können uns nicht mehr einfach so mit Freunden treffen. Starke Einschränkungen, aber die Leute akzeptieren das. Und sie akzeptieren das im Rahmen einer Demokratie. Und ich nehme aber wahr, mit breite Zustimmung, ja. Trotz vereinzelter Kritik. Nehmen wir mal die sozialen Netzwerke. Wir haben ja hier im Kreis Groß-Gerau zwei große Plattformen. Das ist ja Kreis Groß-Gerau GG und Rüsselsheim gestern heute Morgen mit rund 7.500 Abonnenten. Ja. Es schreiben nicht alle, aber es lesen viele erstaunlich mit. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass dort destruktive Kommentare relativ wenig sind, eher so Selbstorganisation im Vordergrund steht. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja auch Teil in diesen Netzwerken. Ja, also die sozialen Medien, da gibt es Licht und Schatten, überhaupt keine Frage. Aber ich nehme im Moment auch sehr viel Licht wahr. Licht dahingehend, dass Leute sich selbst organisieren, dass man versucht, mit dieser Plattform andere zu gewinnen und gemeinsame Projekte zu stemmen. Es gibt das schöne Beispiel des Gewerbevereins in Rüsselsheim, der Dinge anstößt, aber auch die Stadt macht Mitteilungen, der Oberbürgermeister macht einen Podcast und informiert. Leute machen Werbung in diesen schwierigen Zeiten. Nehmen wir das klassische Beispiel mit den Restaurants, die man jetzt nicht mehr besuchen kann, aber die natürlich sich versuchen, selbst zu helfen, indem man Essen dort abholen kann, kontaktarm, wie das auch sein soll. Sehr gute Sache. Und vor diesem Hintergrund sind natürlich soziale Medien sehr, sehr hilfreich. Man muss aber fairerweise so sagen, es gibt auch einzelne, wenige, die dann ihre Verschwörungstheorien zum Besten geben, wer da, keine Ahnung, den Virus in die Welt gesetzt hat und böse Kräfte versuchen uns da zu malträtieren. Da muss man dann entsprechend auch mit umgehen. Aber solange die Masse vernünftig ist, ist das koloriert. Ja. Vielleicht jetzt zu deinem Geschäft. Du bist Stadtverordnetenvorsteher. Das heißt, die Politik hat ja in der letzten Stadtverordnetenversammlung oder auch das Land neue gesetzliche Grundlagen geschaffen, damit man sozusagen unter der Quarantäne oder sozusagen des Verbots, sich zu versammeln, auch Möglichkeiten schafft, Politik weiter demokratisch zu gestalten, zu legitimieren und Entscheidungen zu treffen. So ist es. Erstmal muss man wieder mal feststellen, was jetzt auch schon mehrfach in der Bevölkerung wahrgenommen wird, Politik reagiert sehr schnell für demokratische Verhältnisse, weil in der Demokratie muss alles immer besprochen werden, es muss abgestimmt werden, das braucht seine Zeit. Trotzdem geht es sehr, sehr schnell. Die Politik hat in ihren Strukturen auf diese Krise reagiert. Wir wollen nicht mehr uns dauernd treffen in Sitzungen, weil das schwierig ist. Es sollen nicht viele Menschen dauernd zusammenkommen. Deshalb hat die Politik im Land Hessen gesagt, wir ermöglichen es, Umlaufbeschlüsse herbeizuführen. Platt gesagt, im Haupt- und Finanzausschuss in Rüsselsheim kriegen alle ein E-Mail zu dem Punkt X und sollen dazu abstimmen. Da gab es jetzt auch entsprechende Reaktionen. Es gab auch eine Fraktion, die da nicht ganz so damit zufrieden war. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man das ein bisschen früher kommuniziert, damit alle auch Möglichkeiten haben, auch mit Kritik in dem Zusammenhang ordentlich umzugehen. Das hätte ich für hilfreicher gefunden. Tatsache ist aber, man sucht und findet Wege, Demokratie doch weiterhin stattfinden zu lassen, aber unter diesen eingeschränkten Verbindungen, Situationen. Und das gelingt ganz gut, ist meine Wahrnehmung. Aber es ist wie immer, es geht sozusagen auch vorbei, man kommt wieder zusammen. Also wird ja da so getan, als würde da jetzt so der schleichende Staatsstreich vollzogen. Ja. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass man eher zu dem demokratischen, zur demokratischen Entspannung zurückkehren will. Ich glaube auch. Also natürlich ist es wichtig, auch immer darauf zu achten, es findet eine massive Einschränkung unserer persönlichen Freiheiten statt. Und das muss zeitlich begrenzt sein, das muss so sein, aber es muss auch möglich sein. Wir haben eine besondere Situation. Aber ich glaube, die große Mehrheit geht vernünftig damit um.
Wichtig ist mir aber auch nochmal festzuhalten, es ist auch wieder mal eine Chance, Demokratie anders wahrzunehmen. Den Leuten bewusst zu machen, welche Möglichkeiten sie immer haben, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Ich stelle mich mal ganz dumm. Was ist Dampfmaschine? Wenn ich jetzt Bürger der Stadt Rüsselsheim wäre, ja, ich hätte irgendeinen Missstand, einen Vorschlag, was wäre denn die Möglichkeit, das der Obrigkeit oder den Entscheidungsträger näher zu bringen? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist nicht immer allen so bewusst, ist mein Eindruck. Die einfachste ist, viele nutzen es, auf Facebook mal zu schreiben, also das und das finde ich blöd. Kann man machen, ist eine Möglichkeit. Auch auf Facebook, es gibt ja diese Gruppe, wo viele Rüsselsheimer drin sind, ich glaube über 7000 sind da, ja, eine große Kommunikationsplattform. Das ist eine Möglichkeit, weil auch viele Stadtverordnete da eingeklinkt sind, ich auch, ich höre mir das auch an, ich gucke mir das an, ich lese das, manchmal kommentiere ich das auch. Das ist eine Möglichkeit, aber das finde ich ist eine sehr defensive. Es gibt die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Man kann dem Magistrat eine E-Mail schreiben. Man kann Fraktionen eine E-Mail schreiben. Man kann sogar einzelnen Stadtverordneten. Und die meisten, sehr, sehr viele sind auch bekannt. Es gibt aus den verschiedenen Stadtteilen, aus Bauscheim, aus Königstetten, aus Hasloch, aus der Innenstadt, gibt es Stadtverordnete. Der eine steht einem vielleicht politisch ein bisschen näher, der andere ist politisch etwas weiter wegstehend. Dann kann man sich doch an den wenden, der am politisch näher steht, und sagt, hier Jürgen, hier Claudia, hier Elif, hier der. Ich habe da ein Problem. Kümmere dich doch mal darum, spreche das mal in deiner Fraktion an. Vielleicht könnt ihr da was umsetzen, was erreichen. Vielleicht auch mal vielleicht sogar einen Antrag stellen zu einer bestimmten Thematik, ob die Verwaltung da was ändern kann. Mein Eindruck ist, das wird zu wenig genutzt. Also mir fällt manchmal auf, dass der Stadtverordnete auch jetzt dort Kommentare abgeben, was auch in Ordnung ist. Aber ich würde manchmal, also ich persönlich vermissen, dass sie daraus eine Anfrage machen. Das ist, wäre doch jetzt wohl nicht. Ach, absolut richtig. Ich bin manchmal erstaunt, dass Stadtverordnete Fragen formulieren auf Facebook. Und sozusagen monieren, dass das Thema nicht angegangen wird. Es ist Aufgabe von Stadtverordneten und Fraktionen, das ist die klassische Aufgabe, den Magistrat zu kontrollieren. Ja. Kontrollieren heißt Fragen stellen. Warum wird das und das so und so gemacht? Warum wird dafür Geld ausgegeben? Warum wird dafür kein Geld ausgegeben? Das ist die klassische Aufgabe eines Stadtverordneten und einer Fraktion. Und deine Aufgabe wäre dann auch dafür zu sorgen, im Rahmen dieser Fristen, die erlauben, dass die Sachen auch beantwortet werden. Ja, wie immer in Deutschland, da gibt es Regeln und das ist auch gut so und die müssen eingehalten werden. Und die klassische Aufgabe eines Parlaments ist es, den Magistrat zu kontrollieren und das muss in Fristen geschehen. Wenn eine Fraktion, ein Abgeordneter eine Frage stellt, dann gibt es Fristen und bis dahin muss der Magistrat geantwortet haben. Und wenn er nicht antwortet, muss es da möglichst eine gute Erklärung dafür geben, warum das nicht geschehen ist. Jetzt eine persönliche Frage, wie gehst du denn der Distanzierung um? Wir sind jetzt auch mit der 2,5 Meter auseinander. Ja, wie gehst du jetzt mit dieser Ich will es mal zugeben, ich war vor kurzem in der Situation, weil das einfach im Kopf ist, so ein Mechanismus, und da habe ich jemand die Hand hingestreckt, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe und wollte mich sozusagen vorstellen, weil es einfach so auch so ein gewisses höfliches Geflogenheit ist. Und da musste ich meine Hand zurücknehmen. Oh, halt, stopp, das macht man nicht in diesen Zeiten. Das ist gewöhnungsbedürftig in bestimmten Situationen. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich sehe, dass viele da auch sehr gut mit hinkommen. Wenn man sich dann doch mal draußen bewegt, sieht man, die Leute halten Abstand, sie halten sich an die Regeln. Nur so ist es auch möglich, dass wir diese Krise hoffentlich möglichst schnell hinter uns haben. Gut, das war Jens Grote, Stadtverordnetenvorsteher, sonntags im Garten. Danke. Vielen Dank, Achim Weidner.